Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Radfahrer und möchten über einen Gebirgspass fahren. Die wichtigste Frage wird dabei für Sie sein, wie steil ist es gerade? Geht es bergauf? Muss man also ordentlich strampeln? Oder geht es bergab? Man kann sich rollen lassen? Oder gibt es vielleicht gar keine Steigung und es geht einfach nur geradeaus? Und genau mit solchen Fragen setzen wir uns bei der Differentialrechnung auseinander. Das Gebirgsprofil ist jetzt unsere Funktion und die Frage, ob es bergauf oder bergab geht, beantworten wir mit der Steigung. Ist sie positiv, geht es hoch, ist sie negativ, geht es runter und wenn sie 0 ist, geht es weder bergauf noch bergab. Und zuallererst fangen wir mit der, naja, herkömmlichen Herangehensweise bei der Berechnung der Steigung an. Wir fragen uns, wie steil ist es durchschnittlich über einen gewissen Streckenabschnitt? Da sind wir dann im Rahmen der Mathematik beim sogenannten Differenzenquotient. Wie hoch ist die Steigung unserer Funktion in einem bestimmten Intervall? Und das war lange auch die übliche Vorgehensweise, wenn man mathematische Funktionen und ihre Steigung analysieren wollte. Bis im 17. Jahrhundert zwei ziemlich berühmte Mathematiker, ein Deutscher und ein Engländer, Newton und Leibniz, unabhängig voneinander die sogenannte Infinitesimalrechnung entwickelten. Und sich übrigens ziemlich darüber gestritten haben, wer denn nun der wirkliche Entdecker dieser Technik war. Und bei dieser Art von Rechnung fragt man sich heute nicht mehr, wie ist die Steigung meiner Funktion in diesem oder jenem Intervall oder für unsere Radfahrer, wie steil ist es auf einem Streckenabschnitt, sondern man fragt sich, wie steil oder wie ist meine Steigung in genau diesem einen Moment? Funktion ausgedrückt, wie hoch ist die Steigung meiner Funktion f von x an der Stelle x? Das Ganze bildet die Grundlage für die Differentialrechnung, also die Analyse von Funktionen. Und ganz besonders wichtig dabei ist zum Beispiel die Frage, hat unsere Funktion Hoch- oder Tiefpunkte? Oder für unseren Radfahrer, gibt es Gipfel oder eine Talsohle? Aber bevor wir uns diesen Fragen widmen können, müssen wir zunächst die ersten Schritte lernen. Wir müssen zunächst lernen, wie wir die Steigung an dieser einen Stelle bestimmen können. Dazu benötigen wir den sogenannten Differentialquotient oder, wie Sie es sicherlich kennengelernt und genannt haben, wir brauchen die Ableitung unserer Funktion. Aber starten wir erstmal mit dem, was ich eben die herkömmliche Herangehensweise genannt habe. Nehmen wir eine einfache Funktion, zum Beispiel f von x ist x². Das ist der Bergabschnitt, den unser Radfahrer nun analysieren möchte. Wie steil geht es durchschnittlich bergauf? Mathematisch gesagt, wie ist die Steigung der Funktion? Und dazu schauen wir uns nun einen einzelnen Abschnitt oder ein Intervall genauer an. Hier das Intervall zwischen x0 und x1. Die Strecke zwischen diesen beiden Punkten nennen wir die Änderung von x, Delta x. Für unseren Radfahrer kann das zum Beispiel die durchschnittliche Steigung zwischen Kilometer 1 und Kilometer 3 sein, also Delta x gleich 2, oder zwischen Kilometer 1 und Kilometer 6, das wäre dann Delta x gleich 5. Und lösen wir das Ganze doch erstmal grafisch. Nochmal, unser Ziel ist es, die durchschnittliche Steigung der Funktion f von x gleich x² im Intervall x0 bis x1 zu bestimmen. Wenn wir uns die Grafik anschauen, sehen wir, dass das eigentlich gar nicht so schwer zu bestimmen ist. Wir verbinden einfach die beiden Punkte der Funktion, die x0 und x1 uns geben. Und was wir dann bekommen, ist die sogenannte Sekante. Das ist eine gerade, also eine lineare Funktion, die diese beiden Punkte der Funktion verbindet. Und Sie wissen ja, kleine Wiederholung zur Geradengleichung, dass eine Gerade immer die Funktionsgleichung f von x gleich mx plus b hat und dass eine solche Gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass sie an jeder Stelle x dieselbe Steigung m hat. Und weil das so ist, also weil die Steigung überall gleich ist, können wir uns ein beliebiges Steigungsdreieck unserer Gerade nehmen, also eine Änderung der Funktion um x und die dazugehörige Änderung um y und schon haben wir unsere Steigung. Ja, normalerweise nimmt man sich eine Änderung von x um 1 und schaut sich an, wie sich bei einer Änderung von x um 1 y ändert. Man kann aber auch andere x-Änderungen wählen. Solange die y-Änderung dazu passt, können wir die Steigung bestimmen, indem wir beides einfach durcheinander teilen und im Zweifel dann kürzen. So, und das Ganze machen wir jetzt für unsere Sekante. Und Sie sehen, dass auch diese Sekante eine ganz normale Gerade, f von x gleich mx plus b, ist. Und Sie sehen auch, dass wir eine x-Änderung kennen, Delta x, und Sie sehen auch, dass wir die dazugehörige y-Änderung kennen, Delta y. Wir haben also ein Steigungsdreieck. Und wenn wir nun Delta y durch Delta x teilen, haben wir die Steigung der Sekante. Und damit haben wir die grafische Antwort auf unsere Frage gefunden. Delta y durch Delta x, das ist die durchschnittliche Änderung unserer Funktion im Intervall von x0 bis x1.
Das Ganze nennen wir Differenzenquotient. Also auch für unseren Radfahrer können wir uns jetzt verschiedene Fragen beantworten. Zum Beispiel können wir uns die durchschnittliche Steigung zwischen Streckenkilometer 1 und 3 anschauen. Hier sehen wir diese Kante, die uns die durchschnittliche Steigung anzeigt. Und wir können uns auch die durchschnittliche Steigung zwischen Kilometer 1 und 6 anschauen. Und wir sehen schon, dass die Steigung bei der letzteren Betrachtung deutlich höher ist als bei der ersten. Es ist durchschnittlich also deutlich steiler zwischen Kilometer 1 und 6 als zwischen Kilometer 1 und 3. Und unser Radfahrer muss deutlich stärker in die Pedale treten. Aber um wirklich genau zu sein, können wir das Ganze natürlich auch ausrechnen. Und dazu gehen wir mal an die Tafel. Willkommen an der Tafel. So, wir haben die Funktion y ist gleich x Quadrat. Natürlich haben wir Delta x, das ist der Unterschied zwischen dem späteren Wert x1 und dem Ausgangswert x0 und die sich ergebende Änderung von y, Delta y, der ja sich ergibt aus den beiden Funktionswerten von x1 und x0. Und wir können jetzt hier das Delta x einmal kurz umschreiben, denn das Delta x gleich x1 minus x0 sagt uns ja auch, dass unser späterer Wert x1 einfach der Ausgangswert plus die Änderung ist. Und das heißt auch, wir können unser Delta y umschreiben. Das ist nämlich der Funktionswert vom Ausgangswert plus die Änderung minus f vom Ausgangswert. So, warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, damit wir unser Delta y berechnen können. Unser Delta y ist dann ja, naja, die Funktion von x1 und da können wir x0 plus Delta x einsetzen. Unsere Funktion ist x Quadrat, das heißt, das setzen wir in x Quadrat ein und davon ziehen wir, naja, den Ausgangswert f von x0 ab, x0 zum Quadrat. So, jetzt erkennen wir das. Wenn wir Mathe-Experten sind, sehen wir es sofort. Das ist eine binomische Formel. Heißt, wenn wir diese Klammer auflösen, müssen wir aufpassen, dass wir es nicht einfach nur die einzelnen Teile quadrieren, sondern zusammenfassen. Also x0 zum Quadrat plus 2x0 Delta x plus Delta x zum Quadrat minus x0 zum Quadrat. Das können wir hier schon mal zusammenfassen. Wir sehen, wir haben hier x0 zum Quadrat minus x0 zum Quadrat. Heißt, unser Delta y bleibt am Ende 2x0 Delta x plus Delta x Quadrat. So, das ist die Änderung, die sich ergibt, wenn wir von x0 auf x1 ganz allgemein gehen in dieser Funktion. So, unser Differenzenquotient, unsere Steigung der Sekante. Wie bekommen wir die? Delta y geteilt durch Delta x. Delta y ist 2x0 mal Delta x plus Delta x zum Quadrat. Das Ganze teilen wir nochmal durch Delta x und dann haben wir schon unseren Differenzenquotient. Der ist dann einfach, hier kürzt sich ja jeweils ein Delta x weg, wir dürfen hier kürzen. Das heißt, wir haben hier 2x0 plus Delta x als unseren Differenzenquotient, mit dem wir die Steigung der Sekante in einem Intervall von x0 bis x1 bestimmen können. Und diese Formel können wir nun für jedes beliebige Intervall anwenden, um die Steigung der Sekante zwischen zwei Punkten zu bekommen. Wir gucken mal, ob sich auch die Werte ergeben, die wir eben schon gesehen haben. Also der Ausgangswert ist x0 gleich 1, x1 ist 3, das heißt Delta x ist natürlich 2. So, wenn wir jetzt einfach das klassische Vorgehen machen, also wir nehmen den höheren Funktionswert 3, ziehen den unteren Funktionswert 1 ab und teilen durch die Änderung, also teilen durch 2, kommen wir heraus 3 zum Quadrat minus 1 zum Quadrat geteilt durch 2, das ist 4, das wäre die Steigung der Sekante in diesem Intervall. Und wir können auch schauen, wenn wir einfach unseren Differenzenquotient angewendet hätten, also 2 mal Ausgangswert, also 2 mal 1 plus Änderung 2, wären wir auch auf 4 gekommen. Genau dasselbe, wenn wir x0 gleich 1 hätten, x1 gleich 6, also Delta x gleich 5, hätte uns der Differenzenquotient, den wir eben bestimmt haben, auch gesagt, 2 mal 1 plus 5, 7. Heißt, wir haben jetzt mithilfe dieses Differenzenquotients eine Abkürzung, um die Steigung der Sekante zwischen x1 und x0 zu berechnen. Dieser Differenzenquotient ist an sich schon mal eine ziemlich hilfreiche Sache. Allerdings hilft uns das bei der Analyse von Funktionen noch nicht so richtig weiter. Wir wollen ja dabei so genau wie möglich sein. Und wie Sie beim Radfahrerbeispiel gesehen haben, hängt unser Ergebnis beim Differenzenquotient immer vom gewählten Intervall ab. Das ist ja auch logisch. Wir schauen uns den Durchschnitt der Steigung an. Und dabei ist es wie immer: Je größer die Menge an Informationen ist, also hier je größer Delta x ist, desto mehr Erkenntnis geht bei der Bildung eines einfachen Durchschnitts verloren. Dasselbe dachten sich auch unsere beiden Mathematiker Newton und Leibniz und sie kamen anscheinend unabhängig voneinander auf dieselbe Idee.
Obwohl, wie gesagt, es gab großen Streit darüber, wer der Erste war. Aber egal. Die Idee war die folgende. Was, wenn wir das Intervall zwischen x0 und x1 unendlich klein machen? Mathematiker sagen dazu infinitesimal klein. Also wie sieht die durchschnittliche Steigung im Intervall zwischen x0 und x1 aus, wenn Delta x immer kleiner und fast 0 ist? Die Antwort darauf gibt uns dann der sogenannte Differentialquotient. Das, was wir meistens als Ableitung bezeichnen. Grafisch können wir uns schon mal anschauen, was passiert. Dadurch, dass wir Delta x immer kleiner machen, wird der Abstand zwischen den beiden Punkten, die unsere Sekante verbindet, kleiner und kleiner. Und das Ganze treiben wir immer weiter, so weit, bis Delta x eigentlich gleich 0 ist. Wenn das so ist, haben wir keine Sekante mehr, weil ja keine zwei Punkte mehr verbunden werden, sondern, Sie ahnen es bestimmt, eine Tangente. Also eine lineare Funktion, eine Gerade mit konstanter Steigung, die unsere Funktion an nur einem einzigen Punkt trifft. Und zwar beim Punkt x0. Die Steigung dieser Tangente ist dann natürlich die Steigung im Punkt x0. Und wenn wir diese Steigung herausbekommen könnten, wüssten wir auch, wie hoch die Steigung der Funktion an genau diesem Punkt ist. Und wie man eine solche Steigung berechnet, wissen wir ja schon. Wir bilden den Differenzenquotient in einem Intervall. Nur, dass dieses Intervall jetzt unendlich klein ist. Also gehen wir doch mal zurück an die Tafel und schauen uns das Ganze genauer an. Willkommen zurück an der Tafel. Der allgemeine Differenzenquotient für f von x gleich x² ist ja 2x0 plus Delta x. Da können wir für beliebige Ausgangswerte x0 schauen, wie sich, wenn sich x0 um Delta x ändert, die Steigung der Sekante ändert. Und jetzt wollen wir wissen, wie sieht das Ganze denn aus, wenn wir einen Grenzwert anschauen. Der Grenzwert für Delta x ist 0. Also wir überlegen uns, wie sieht das Ganze aus, wenn Delta x fast 0 ist, infinitesimal klein. Es darf natürlich nicht gleich 0 sein, weil wir dann durch 0 teilen würden. Aber wir schauen uns jetzt an, wie sieht dieser allgemeine Differenzenquotient aus, wenn Delta x ganz, ganz, ganz klein wird. Dann nennen wir das Ganze nicht mehr Differenzenquotient, sondern Differentialquotient und schreiben hier auch Ds und keine Deltas mehr hin. Man kennt es noch besser als f' von x. Und jetzt überlegen wir uns hier beim Limes immer, was passiert denn, wenn wir uns annähern? Manchmal geht der Wert gegen unendlich, manchmal gegen minus unendlich, manchmal gegen 0. Hier überlegen wir uns, was passiert denn, wenn Delta x gegen 0 ist, also eigentlich gleich 0 ist. Und dann sehen wir auch gleich, okay, unser Differentialquotient ist 2x. Das ist auch gleichzeitig die Ableitung von x². Und das Ganze hier können wir immer und für jede Funktion so machen. Wir bilden den allgemeinen Differenzenquotient und schauen, wie der dann aussieht, wenn Delta x unendlich klein wird. Und das gibt uns dann den Differentialquotient, also die Ableitung. Und mit dieser Ableitung können wir sehr interessante Sachen machen. Wir wissen jetzt nämlich für jedes x, wie hoch die Steigung an genau dieser Stelle ist. Ja, also für unser f von x gleich x² ist die Ableitung 2x und somit wissen wir, dass die Steigung an der Stelle 2, 4 beträgt, dass die Steigung an der Stelle 10, 20 beträgt und dass die Steigung an der Stelle 1000, 2000 beträgt und so weiter und so fort. Ja, und auch für unseren Radfahrer ist diese Ableitung nützlich. Er weiß für jeden Punkt der Strecke genau, wie steil es gerade ist. Hier sehen Sie übrigens auch, dass es ziemlich anstrengend sein dürfte, einen Berg hochzufahren, der aussieht wie eine Funktion f von x gleich x². Man muss dann wahrscheinlich eine andere Funktion finden, die den Gebirgspass besser abbildet.